Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und endlich ist es soweit, wir stehen kurz vor Kapitel 944. Um dieses sagenumwobene Kapitel gibt es ja schon längst die verschiedensten Theorien, denn vermutlich hat uns Oda in einem Color Spread schon diverse Hinweise auf dieses Kapitel geliefert. Was aber tatsächlich passieren wird, ich glaube nämlich, dass ich das herausgefunden habe, erzähle ich euch wie immer nach einem kurzen Intro. Die Theorienliste für Kapitel 944 ist lang. Zoros Tod, Mihawks Tod und das Auftauchen von Kuina. Doch keiner konnte bisher wirklich sagen, was passieren wird. Aber ich denke, ich habe das wahrscheinlichste Szenario rausgefunden und kann euch sogar sagen, wie das Kapitel heißen wird. Schauen wir uns aber zuallererst mal das Color Spread an, um das es geht. Hier sehen wir, wie die Strohhüte zusammen mit Zombies picknicken. Wirkt erstmal nicht so besonders, aber wie immer stecken die Geheimnisse im Detail. In der Schatzkiste rechts unten hängt ein Kreuz heraus, welches sehr stark an Mihawks Schwert Yoru erinnert. Dies wird Oda sicherlich nicht zufällig so aussehen haben lassen, also können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form etwas mit Mihawk geben wird in One Piece Kapitel 944. Zum anderen ist mir direkt die Katze in der Mitte unten aufgefallen, welche ihr linkes Auge geschlossen hat, genauso wie es auch Zorro hat. Zudem sehen wir nur Zorros rechte Seite, deshalb gehe ich auch davon aus, dass es etwas mit seinem Auge zu tun haben wird. Wird er es endlich öffnen? Dann haben wir noch links unten einen Grabstein in Form eines Kreuzes. Auf diesem steht 20. Dezember 944. Die 944 stehen für das Kapitel 944 und der 20. Dezember könnte möglicherweise das Datum sein, an welchem momentan die One Piece Story spielt. Mein erster Gedanke war eigentlich, dass dies vielleicht auch für einen Geburtstag eines Charakters stehen könnte, jedoch die einzigen drei Charaktere, die am 20. Dezember Geburtstag haben, waren eher unwichtige Nebencharaktere. Über dem kreuzförmigen Grabstein befindet sich nochmals ein Grabstein. Auf diesem können wir die Zahl 944 lesen, sowie auch das Wort Piras. Piras ist portugiesisch und bedeutet so viel wie Scheiterhaufen. Doch wieso dieses Wort? Möglicherweise soll dies eine Anspielung auf Yasus Hinrichtung sein. Sein Kreuz, auf dem er aufgehängt ist, kann man im weitesten Sinne auch als Scheiterhaufen deuten, auch wenn dieser nicht angezündet wurde. Aber vielleicht war dies ja der eigentliche Plan, bevor Orochi ihn einfach erschossen hat. Oder aber ein anderer Charakter könnte auf dem Scheiterhaufen landen. Hierbei denke ich an Mihawk oder Perona, die Hexe. Vor einigen Kapiteln haben sich ja Mihawk und Perona gestritten und Perona wollte, als sie erfahren hatte, dass Moria immer noch am Leben ist, zu diesen gehen. Mihawk meinte daraufhin, dass es wirklich besser wäre, wenn sie abhaut, denn es könnte mittlerweile auf dieser Insel gefährlich werden, weil auf der Reverie interessante Entscheidungen getroffen worden sind. Vermutlich meinte er hiermit die Auflösung der Shichibukai, wodurch Mihawk seine Immunität gegenüber der Marine verlieren würde. Möglich ist es, dass die Marine nun Jagd auf die ehemaligen Shichibukai macht, denn immerhin, durch ihre Aufenthalte in Marijoa könnten sie das eine oder andere Gefährliche über die Weltregierung wissen. Jedoch denke ich, dass die Marine im Moment mit den Geschehnissen in Wano Kuni genug zu tun hat, was aber nicht bedeutet, dass Mihawk außer Gefahr ist. Denn sollte Perona es geschafft haben, Gecko Moria zu erreichen, welcher sich im Moment bei den Blackbeard Piraten befindet, könnten diese Informationen von Perona bekommen haben, wo sich Mihawk im Moment aufhält. Und so könnte entweder Shiryu Mihawks Schwert haben wollen oder sollte es sich bestätigen, dass Moria in Zukunft für Blackbeard eine Zombie-Armee macht, dann könnten sie auch einfach nur Mihawks Schatten haben wollen. Und hier liegt das Interessante. Geht es nur um das Schwert, können sie Mihawk töten. Wollen sie aber wirklich dessen Schatten, sollte er wohl am Leben bleiben. Vielleicht ist auch Shiryu tatsächlich der natürliche Feind Mihawks. Was ist, wenn sein Name Falkenauge wirklich dafür steht, dass Mihawk einfach sehr gut sieht und es sich hierbei nicht um super starkes Observationshaki handelt? Oder um ein Observationshaki, welches tatsächlich die Sicht stärkt? Klar kann Mihawk weiterkämpfen, denn er spürt mit Observationshaki Shiryus Präsenz. Aber möglicherweise wird durch den Aspekt der Unsichtbarkeit eine Schwäche Mihawks offenbart. Dass es hier um Blackbeard gehen könnte, könnte man auf dem Color Spread auch interpretieren, wenn wir uns den Hut des Zombies bei Zoro genauer anschauen. Denn dieser hat ein Jolly Roger auf dem Hut, welcher aussieht wie ein Skelettkopf von der Blackbeard Piratenflagge.
Aber naja, dies ist eher ein ungenauerer Hinweis. Viele sind ja der Meinung, dass es hier um Mihawks Tod geht, denn auf Zorros T-Shirt stehen die Worte Ultimo, welches Letzte bedeutet und Major, welches Beste heißt. Letzte, Beste interpretieren viele als der letzte Auftritt des besten Schwertkämpfers Mihawk. Jedoch sehen wir vor diesen Worten weitere Buchstaben und zwar jeweils ein E und bei dem einen können wir schemenhaft noch ein I davor erkennen. Das heißt, auf dem Shirt steht vermutlich ein ganzer Satz. Wenn wir uns das gesamte Color Spread ansehen, sehen wir, dass es hier zwei Emotionen gibt, die komplett herausstechen. Angst und Lachen, was wieder mal zu den Smiles passen würde. Die Angst steht hierbei für Blackbeard, denn Zombies von Morian und Mihawks Tod. Das Lachen steht hierbei aber für Zorro und dass dies Ganze nicht das eigentliche Ende ist. Und deshalb denke ich, dass auf dem Shirt von Zorro auch der Spruch steht, El querie ultimo rie major. Oder zu Deutsch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und dies, denke ich, wird der Kapitelname des nächsten Kapitels sein. One Piece Kapitel 944 mit dem Titel, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wie wir alle wissen, ist Wano Kuni ähnlich wie ein Kabuki-Stück in Akte eingeteilt. Im Normalfall besteht ein Kabuki-Stück aus 5 Akten, wobei jeder Akt seine Eigenarten hat. Akt 1 fängt langsam und ruhig an und stellt die Charaktere vor. Akt 2 hingegen hat zumeist spannende Kampfszenen. Akt 1 von Wano Kuni endete nach 16 Kapiteln. Akt 2 hat bislang schon 19 Kapitel. Wenn jeder Akt ungefähr ähnlich lang sein soll, sollte also Akt 2 demnächst enden. Und dies könnte in Kapitel 944 endlich soweit sein. Und hier ist mal mein Szenario zusammengefasst, was ich denke in Kapitel 944 passiert. Perona hat es zwischenzeitlich geschafft, Moria zu finden. Dieser hat sich notgedrungen den Blackbeard Piraten angeschlossen, da er nicht von Blackbeard getötet werden wollte. Perona, die überglücklich ist, ihren Meister gefunden zu haben, erzählt, wie sie die letzten Monate bei Mihawk auf seiner Insel gelebt hat. Dies hören die Blackbeard Piraten, von denen Perona vielleicht bis dahin noch gar nichts gemerkt hat. So entschließen sich die Blackbeard Piraten zu jener Insel zu fahren und Mihawks legendäres Schwert für Shiryu zu holen und Mihawks Schatten für Blackbeards neue Zombie-Armee. Auf Mihawks Insel angekommen stellen sie sich Mihawk Falkenauge und halten Perona als Geisel. Mihawk stellt sich also den Kampf mit Shiryu. Mihawk dominiert diesen Kampf trotz Shiryus neuer Fähigkeiten, jedoch kennen wir die Blackbeard Piraten und diese spielen sicherlich nicht fair. Und so schaffen sie es durch einen perfiden Trick oder mit der Einmischung Blackbeards Mihawk gefährlich zu verwunden, so dass dieser nicht mehr weiterkämpfen kann. Shiryu feiert nun seinen Sieg, dass er es den stärksten Schwertkämpfer der Welt besiegt hat und somit selbst zum stärksten wird. Daraufhin kontert Mihawk nun mit dem Spruch, wer zuletzt lacht, lacht am besten, denn der beste Schwertkämpfer ist immer noch da draußen. Als sie dann Mihawks Schatten nehmen wollen, zückt Mihawk sein kleines Messer und begeht Seppuku. In dem Moment, wo Mihawks Auge sich schließt, switcht die Szene rüber nach Wano Kuni, wo Orochis ganze Leute, die dort Wache halten, auf Sanji und Zoro losgehen. Und genau in diesem Moment, so hasserfüllt wie Zoro im Moment auf Orochi ist, wie wir im letzten Kapitel sehen konnten, öffnet Zoro sein Auge und dieses Auge sieht aus wie ein Auge vom Mihawk oder hat zumindest wie Mihawks Auge einen weiteren Ring um die Pupille. Und er erweckt dadurch Mihawks geheime Fähigkeit und schafft es, die Gegner zu besiegen. Und somit endet das Kapitel. Was haltet ihr von meiner Überlegung, wie das nächste Kapitel laufen wird? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst krachen und haut den Abo-Button wund. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.